Ja, moin Leute, da wird ein recht herzliches Willkommen zu diesem wunderbaren Vlog hier auf dem Kanal. Lange, lange ist es her und ihr habt lange darauf gewartet, dass mal wieder ein Vlog kommt. Hier ist es soweit. Willkommen zu den Changelogs 2022, denn 2021 habe ich sie eventuell nicht gemacht. Ups. Aber ich habe die Aufnahmen noch. Und ihr seht jetzt gleich mal den Grund, warum ich mich am Ende dagegen entschieden habe. Aufnahme ab. So Leute, ich stehe jetzt in der Wohnung. Das merkt man, glaube ich, auch am Hall. Annika ist dabei. Hallöchen. Und wir stehen jetzt gerade in meinem Büro. Ihr werdet übrigens häufiger mal Verpixelungen sehen, weil ich natürlich nicht aus den Fenstern filme. Einbauküche, die tatsächlich ganz hübsch ist. Da haben wir ein großes Fenster. Den Kühlschrank, den ich bekommen habe, weiß, was ich damit tun soll. Auch wieder mit großem Fenster. Das Büro sozusagen. Das wird dann hier langlaufen. Genau. Also der Fernseher an die Wand. Und dann erstmal zwei riesen Fenster. Deswegen wird es hier doch nicht so viele. Ich war ja nochmal bei Obi und habe einen Malerkrepp besorgt. Ich hoffe, ihr versteht den Grund, warum ich es hab sein lassen und doch nicht gemacht habe. Ja, also, damit ihr jetzt einen Einblick kriegt und auch einmal die Wohnung wirklich seht, wie sie aktuell aussieht, zeige ich euch die Wohnung jetzt einmal. Wir stehen hier gerade im wunderschönen Flur. Das zeige ich euch jetzt alles einmal, wie es aussieht. Und dann machen wir die Changelogs so. Ich filme, wie ich hier einräume, wie ich einpacke und so weiter. Und schaue am Ende, dass die Folgen nicht so viel länger als 10, 15 Minuten werden. Und vielleicht gibt es kein Ende im Sinne von wegen manchmal und so, sondern es geht einfach immer weiter und die Folgen enden einfach. Nächste Folge kommt dann immer so 2, 3 Tage später. Ich werde versuchen, das erste noch von hier hochzuladen, also Einräumen und Co. soll diese Woche noch online gehen. Da muss ich schauen, wie ich das zweite noch geschnitten bekomme, weil ich habe dann in der neuen Wohnung erstmal 5 Tage kein Internet. Und dann muss ich gucken, wie man das dann hin und her schiebt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das was wird. Wir gucken jetzt als erstes einmal darauf, wie es hier aussieht. Dafür zeige ich euch den Eingangsbereich und dann führe ich euch einmal kurz durch die Wohnung durch. Ich habe das damals schon gemacht. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und dann seht ihr gleich einen Unterschied. Viel Spaß. Genau, hier ist die Eingangstür. Die ist verglast. Verstanden habe ich das bis heute noch nicht, warum die verglast ist, aber hier kommt man auf jeden Fall rein. Hat als erstes das Annahmeding für die Tür und so. Stromkasten, den ich auch noch nicht reingeschaut habe, ob der aufgeht. Ah, doch, geht auch auf. Ah ja, da steht auch eine Beschriftung drin, wem das Zimmer gehört. Genau, dann geht man hier lang. Dann hat man diese super Konstruktion mit, man hat hier diesen Lichtschalter, um die Tür hier zu öffnen, um ins Bad zu kommen. Das ist das, was ich meinte mit, es ist ein kleines Bad. Weil es ist ein wirklich, wirklich kleines Bad. Da ist nicht so viel Platz drin, aber es reicht. Es reicht aus, glaube ich, um auf Toilette gehen zu können und zu duschen. Ansonsten haben wir nebenan das Bad. Neben dem Bad haben wir die Küche. Das ist eine wunderschöne kleine Einbauküche, die tatsächlich ganz hübsch ist. Um die Ecke steht noch die Spülmaschine, die ich ergattert habe, die ein bisschen ranzig ist, aber nicht so dramatisch. Dann haben wir ein schönes Terrankochfeld, einen Ofen, mit dem man bestimmt irgendwas machen kann, der nochmal ganz safe geputzt werden muss, bevor ich den benutze. Dann haben wir ein großes Fenster, den Kühlschrank, den ich bekommen habe, der jetzt auch nicht so dramatisch aussieht. Also von daher kann man auch auf jeden Fall noch benutzen. Und ansonsten ist das die kleine Küche. Und dann geht es weiter in den nächsten Raum. Das ist dann der erste Raum, wo ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Auch wieder mit großem Fenster. Ja. Keine Ahnung, ist noch nicht so durchgeplant. Wird vielleicht vermietet, wird vielleicht zum Esszimmer. Ist noch nicht sicher. Dann haben wir hier den nächsten großen Raum. Das Ding ist, die Heizungen sind absurd groß. Ich verstehe noch nicht, was man so in Heizung will. War früher bestimmt voll in oder so. Genau, das ist dann der Raum, der auch vermietet wird auf jeden Fall. Das soll sozusagen das vermietete Zimmer werden. Groß, geräumig,
komische Farbunterschiede in den Wänden. Ihr seht das jetzt noch extremer als ich. Dann geht es zurück in den Flur und dann geht es in meinen Bereich. Haben wir hier einmal das Büro sozusagen. Das wird dann hier lang laufen. Genau, da soll dann hier das Sofa stehen. Du bist so schlau. Soll hier das Sofa stehen, hier soll der Schreibtisch hin, da soll der Fernseher an die Wand. Und so sieht aktuell die Raumplanung aus. Hier dann der Stream-Hintergrund. Das heißt, die Wand wird noch gestrichen, die Wand wird noch gestrichen. Ich weiß noch nicht, in welcher Farbe. Das muss ich noch irgendwie gleich überlegen. Und dann kommen wir in mein Schlafzimmer. Da haben wir dann erstmal zwei riesen Fenster, deswegen wird es hier auch nicht so viele Videos oder so geben. In die Wand, hinter die Tür sozusagen, die Tür hängt aus. Und dahinter soll dann der Kleiderschrank hin. Hier kommt das Bett hin. Hier die Kommode mit dem Fernseher. Und in die Ecke kommt auch noch irgendwas, ich weiß noch nicht genau was. Aber irgendwas soll da hin. Das muss ich aber noch schauen und überlegen. So, damals habe ich das mit der Sony gefilmt alles, weil ich dachte, oh, neue Kamera, ich nutze die jetzt und so. Ich filme jetzt wieder mit der Canon, mit der G7 X. Das ist einfach die schönere Vlogging-Cam. Und ich komme damit einfach ein bisschen besser klar als mit der Sony. Upsi. Also Leute, wir starten an der Eingangstür und haben hier vorne dann erstmal die Schuhe stehen. Das ist auch schon alles, was in diesem Flur rumsteht. Hier vorne noch eine Luftpumpe, warum auch immer die da steht, ich weiß es bis heute nicht. Und von den Abholservices von Rewe, die Rewe-Kassen. Dann haben wir unseren Flur und hier nach rechts geht es weg sozusagen ins Büro-Wohnzimmer-Bereich. Hier der kleine Mini-Kühlschrank, eine umgedrehte Magnetwand, weil irgendwo abgestellt werden muss. Das lasse ich so, wie es ist. Das räume ich in der neuesten Wohnung erst aus. Das ist ein... es ist traurig. Das ist eine Kommode, den ich tatsächlich gekauft habe fürs Schlafzimmer hinten. Eine Kommode. Oder doch ausgepackt hatte, dann kaputt war, dann irgendwie Retour beantragt habe. Und irgendwie kam es nie dazu, dass es retourt wurde. Also liegt es immer noch hier rum. Und mittlerweile ist die Retour, glaube ich, ein bisschen hinfällig. Deswegen... Ich baue es jetzt einfach kaputt auf, ist jetzt auch egal. Ich leime das, was kaputt ist und das Kratzer kommen so oder so rein irgendwann. Genau, dann haben wir ein kleines Kallax, einen Brunnen, der hier leider nie angeschlossen wurde, weil ich dumm bin, aber pst. Dann das Sofa, wo schon ein, zwei Kartons draufstehen, aber da ist an und für sich noch nichts drin. Hier ein bisschen was vom Badzeug und der hier ist sogar noch leer. Hier hinten eine Ecke, die ich, ja... 3 Tage oder vielleicht 2 Wochen, nachdem ich hier war, so hatte und seitdem nie geändert hat. Das Bild lag eigentlich immer so hier oben drauf, schön als Abdeckung, damit es versteckt ist. Habe ich jetzt mal runtergeräumt, damit ich da anfangen kann, was zu machen. Weil der ganze Stuff war mehr oder weniger in dem äußeren Fach oben drin. Lassen wir das. Dann meine Gaming-Ecke. 4 Monitore, ihr kennt meine Gaming-Ecke, ihr wisst, wie das da aussieht. Also vielleicht... Doch, durch den 24-Stunden-Stream, also durch den Sabaton, wusste man, wie das aussieht von hinten. Also, Gaming-Ecke sieht halt aktuell auch... Ah, lassen wir das. Dann der Hintergrund meiner Gaming-Ecke. Nanolies in der Ecke und so weiter, ihr wisst. Alexa-Büro aus, damit ihr das jetzt nochmal sehen könnt. So, okay. Genau, da haben wir dann das. Und da oben, den Bereich habe ich, glaube ich, nie so richtig gezeigt. Der war auch während des Sabatons halt zu sehen und zu erkennen. Aber viel zu sehen ist da halt auch nicht. Ja... Und dann haben wir hier etliche Fächer, die müssen alle leergeräumt werden, logischerweise genauso wie da hinten. Und dann kommen wir hier ins Schlafzimmer, hier muss ich noch ein bisschen was machen. Wäsche ist noch nicht fertig. Die Ecke sieht gerade ganz schlimm aus, da liegt die ganze Wäsche rum da, so ganz grauenvoll. Fernseher muss eingeräumt werden, ansonsten sieht es hier relativ in Ordnung aus. Ich war ja gerade noch weg, deswegen da noch ein Koffer. Ja, so esse ich übrigens, ich habe ja keinen Esstisch, deswegen im Bett mit Betttisch. Es ist... Ich sage, es ist das beste Ding, kann man sagen. Ich verlinke euch das per Raffling unten. Leute, das Ding ist richtig geil. Also nicht die Schüssel, sondern das Tischlein. Genau, Bett muss auseinandergeräumt werden, Schrank muss auseinandergebaut werden. Draußen habe ich aktuell eine Baustelle vorm Fenster, das ist richtig nervig. Das ist richtig scheiße. Ich schlafe nämlich aktuell gerne nachts mit offenem Fenster, weil es hier so warm ist. Und diese Baustelle, dezenter Abfuck. So, dann die schlauste Entwicklung in diesem ganzen Wohnkomplex ist Lichtschalter, Badezimmertür. Wer konstruiert so einen Scheiß? Naja. Dann kommen wir ins Bad. Das ist das Bad. Wunderbar. Also, nein, ernsthaft, aber das ist alles. Spannender wird's nicht. Da hinten stehen noch Sachen von meinem Mitbewohner rum.
Genauso wie in der Dusche stehen auch noch Sachen von meinem Mitbewohner rum. Spiegel ist dreckig wie Scheiße, hier drin ein bisschen was und so. Also, ja, ist halt nichts Spannendes, ne? Die Seite gehörte meinem Mitbewohner, die hat er leer geräumt. Ja, und ansonsten halt ein Bad. Ist jetzt nichts Spannendes. Dann haben wir das Zimmer von meinem Mitbewohner. Das ist, wie sollte es anders sein, das hat er leer geräumt. Da hinten liegen hunderte Briefe rum. Und diese Briefe holt der Spaten nicht ab. Aber was soll man tun? Mehr als ihm sagen, dass da ganz viele Briefe liegen, kann ich halt auch nicht machen. Also Briefe liegen da rum, er holt es nicht ab. Kann ich nichts tun. So, genau, Küche sieht auch aktuell grauenvoll aus. Papiermüll ist gerade schon unwahrscheinlich wenig. Da habe ich vorhin schon was weggebracht, davon einmal jetzt ein Bildchen. Genau, das ist, ich glaube, Plastikmüll, der müsste noch runter und Gläser müssen weggebracht werden. Hier sieht es aktuell nicht so geil aus. Genau, da haben wir hier oben die ganzen Sachen, die müssen leer geräumt werden, logischerweise. So, ne? Schränke müssen halt leer sein. Ich gebe das meinem Nachmieter ganz sicher nicht alles mit. Kühlschrank bleibt hier drin, Spülmaschine bleibt hier drin und alles gut. Und dann kommen wir jetzt in den schlimmsten Bereich. Das Zimmer, das ich ein Jahr lang nicht gepflegt habe, und zwar so 0,0. Ich habe hier nie drin aufgeräumt. Das war das Zimmer, wo am Anfang alle Kartons reingestellt wurden, weil ich wusste, dass ich das erstmal nicht brauchen werde. Ja, und hier würde ich so weit gehen, dass Leute sagen könnten, ich habe einen Messi-Haushalt. Also ist jetzt kein Witz, Vorsicht, was ihr jetzt seht, Disclaimer. Das wird heftig. Also hier liegt kein Essen rum oder so, ne? Aber das ist jetzt auch so eine leichte Schamgrenze, euch das zu zeigen. Aber es ist halt so. Und ich behebe das Ganze ja hier drin auch. Wir fangen mal mit der leichten Ecke an. Hier haben wir Kartons. Hier haben wir noch Papiermüll, teilweise von mir, teilweise von meinem alten Mitbewohner. Da hinten haben wir noch Plastikmüll, auch von mir und meinem Mitbewohner, alles Mögliche. Hier vorne haben wir irgendwas von meinem Mitbewohner, keine Ahnung. Dann haben wir da ein paar Kartons stehen, wo OVPs und so weiter drin sind. OVPs allgemein hier überall drin verteilt. Ich bin immer so ein Mensch, ich bewahre OVPs auf, weil wenn ich umziehe, will ich die Sachen da rein wieder zurückpacken. Ist eigentlich dumm, weil sie viel Platz wegnehmen dadurch. Vielleicht werde ich das auch jetzt lassen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Auf jeden Fall, hier drin sieht es so aus. Was sollte ich sagen? Huch. Upsi. Ja. Ja, es sieht halt nicht schön aus. Ne? Muss man jetzt einfach mal ganz offen sagen, wie es ist. Sieht halt nicht gut aus, liegt überall was rum. Da liegt so viel Scheiße bei, die ich glaube ich in meinem Leben nie wieder brauchen werde. Hier muss ich vor allem ausmisten. Und das Ding ist, ich weiß nicht, wo ich anfangen will, weil hier werde ich viel vor allem auch unten sein, was halt mit der Orthese nicht unbedingt leichter ist. Irgendwo muss ich anfangen. Also irgendwo muss ich anfangen auszusortieren und auszumisten. Ich glaube, ich werde das Ganze tatsächlich so machen, dass ich den ganzen Stuff, ich weiß es noch nicht, irgendwie muss ich das Zimmer nebenan mit benutzen, was komplett leer ist. Das Ding ist, irgendwann werden hier noch Mieter herkommen, also Nachmieter zur Wohnungsbesichtigung. Und wenn das dann so aussieht, ist es grauenvoll, deswegen muss dieses Zimmer als erstes wieder halbwegs hergerichtet werden. Deswegen, da setze ich mich heute ran, dass dieses Zimmer halbwegs ordentlich aussieht. Werde ausmisten, werde dies und das tun und dann muss ich schauen, dass ich mir irgendwie ein Auto organisiert bekomme, dass ich mal zum Hof fahren kann, zum Wertstoffhof. Da müsste ich eigentlich, faktisch müsste ich dabei Cambio mal anrufen eigentlich und gucken, dass ich meine Mitgliedschaft, die ich habe, auch privat nutzen darf. Schnellstmöglich, am besten diese Woche noch, damit ich das machen kann. Weil dann kann ich mich mal ins Auto setzen und kann zum Wertstoff hochfahren, ganzen Scheiß hinten in den Caddy reinwerfen und dann das Ding wegfahren. Das wäre eigentlich die schlauste Sache. Deswegen mal gucken. Das ist auf jeden Fall Plan für heute. Vielleicht rufe ich bei Cambio jetzt einfach mal an. Ich glaube, ich rufe mal kurz bei Cambio an und versuche das da zu klären. Na, ja, noch müssten die ja da sein, ne? Also das mache ich mal als erstes und danach geht es an das Zimmerchen. Aber jetzt kurz mal bei Cambio anrufen, einmal kurz eine Nummer rausfinden von Cambio. Also für alle, die sich gerade fragen, wer oder was Cambio ist das Carsharing-Unternehmen, das hier in Flensburg stationiert ist. Und da muss ich dann einmal versuchen anzurufen. Mm-mm. Geil. Momentan sind alle Leitungen belegt. Sie können keine Nachricht hinterlassen. Bitte rufen Sie später wieder an. Was ist denn das für ein Bullshit? Ein Kundenservice
ohne Wartehotline? Hä? Wer überlegt sich den Scheiß? Also jetzt nicht böse gemeint oder so, aber... Hä? You.